Wir sind zurück für euch mit der nächsten Folge von Let's Talk, dem lustigen Basketball-Podcast mit Video. Tuncay Yıldız ist im Gebäude, ich bin im Gebäude, ihr jetzt auch. Soll es gehen um Reebok, Puma, Nike, Adidas, Under Armour, zählt sie auf. Es geht um Brands, aber vor allem in Verbindung mit dem Basketball. Schuhbusiness. Es geht ja gerade irgendwie so ab. Jeder zweite NBA-Spieler hat sein Signature. Es kommen neue Brands dazu. Man weiß gar nicht mehr, wo man hingucken soll bei neuen Schuhmodellen, Colorways und, und. Was denkst du über die vor allem Entwicklungen in den letzten Jahren? Früher gab es ja eigentlich nur Jordans und dann mal ein paar Shaq-Schuhe und dann kam Kobe, aber mittlerweile eskaliert dieses Schuhgame. Wie siehst du das so? Was waren deine ersten Signature-Sneaker? Kobe. Kobe 1. Keine Jordans vorher gehabt? Nein. Kobe 1. Du hattest irgendwelche Jordans vorher. Nein, warte. Bei Jordans kam deswegen... Stopp. Ah, entschuldige. Es waren Scottie Pippen Schuhe. Das war meine... Ich hatte immer diese Team-Basketball-Schuhe. Es gab ja den Adidas Pro-Model und diese ganze... Das habe ich alles. Ja. Dann kam Scottie Pippen und dann hatte ich den Kobe 1er und der Kobe 1er ist bis heute der beste Schuh, den ich je anhatte. Bis heute. Es gibt keinen besseren Kobe 1er. Hattest Scottie Pippen und andere Schuhe, bevor du Jordan hattest? Jordan habe ich erst relativ spät bekommen. Mein erster Jordan-Schuh war 98. Welcher war das denn? War das der 12er? Nee, was ja, ich weiß gar nicht, was für ein Schuh. Also, ich kann mich, also okay. Jordan war auch super teuer. Weißt du, wie teuer der Jordan? Ja, war irgendwie damals schon. 230 Mark oder so hat es gekostet. Es war irritierend teuer. Das war die History. Und jetzt, wie siehst du das mittlerweile? Ist ja total crazy geworden, das Game, ne? Ja, mittlerweile ist es ja heftig. Also du hast ja heute, heute hast du ja mehr als nur diese drei Big Player. Also früher waren es ja Reebok, Adidas und Nike. Und dann hat Nike erstmal alles übernommen. Heute hast du Puma, New Balance, Converse kommt wieder gerade. Dann hast du die Chinesen, die jetzt auch was machen. Weißt du, welchen Schuh ich nice finde? Ihr könnt alle mal nachgucken. Ihr mögt mich wahrscheinlich für geisteskrank halten. Aber du hast gerade die Asiaten genannt und da ist Anta ganz vorne. Und die haben Klay Thompson ja als Testimonial. Und der neue Klay Thompson, das ist irgendwie der KT6 oder 5 oder irgendwas, der ist nice. Ich habe noch nie Anta gesehen, ich kenne die Marke nicht. Shoutouts an die beiden Zwillinge aus, jetzt will ich nichts Falsches sagen, kann ich nicht sagen, woher, die mal gekommen sind nach Köln, um mit mir eine Woche zu trainieren, die hatten beide Anta-Schuhe oder einer von den beiden und die sind deswegen interessant, weil die wirklich Preis-Leistungs-Verhältnis scheint da zu passen. Die kosten irgendwie 90 Euro um die 100 Euro und qualitativ scheinen die voll okay zu sein. Und wie gesagt, der letzte Klay Thompson, der aktuelle, auch 1000 Colorways gefühlt und ich finde den sogar nice. Also da ist echt vieles, was jetzt kommt. Na, aber du hast es auch genannt. Converse hat auch wieder ein paar Spieler gesigned, ne? Ja, Draymond Green ist bei denen und Shai Gil, oh Gott, sag mir mal, Shai Gil Alexander? Ja, Alexander von OKC meinst du? Ja. Aber man muss wissen, dass Nike, also Converse Nike gehört und das ist dann auch... Brands gehören ja auch zusammen. Ja, und, ne? Also das darf man auch nicht... Aber was ich halt gut finde, ist halt einfach, dass die Brands sich immer mehr vervielfältigen. Also du kannst heute, es gibt heute Puma mit Kuzma, mit LaMelo Ball, die haben ja Rudy Gay gesigned, die haben Danny Green haben die, also die haben also viele Brands sind jetzt auf dem, nicht auf dem Trichter, sondern machen jetzt schon den Großen extrem viel Konkurrenz und das, was ich mal mitbekommen habe, dass generell Basketballschuhe an sich gar nicht so viel verkauft werden, deswegen bringt man auch extrem viele Schuhe ja auch raus, dass man halt einfach immer eine neue, weil wie viele LeBrons gibt es von dem vom letzten Modell? 20 gefühlt? Ja, wie viel KD? Also das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum sich Basketballschuhe grundsätzlich verkaufen. Und wir haben in dem letzten Turnier, im letzten Workout am Freitag, wo du es hattest mit den Work Hard, Play Hard, da hatte der Ron hatte einen ganz komischen KD-Schuh angehabt. Das war auch in den Kommentaren. Ich wusste auch nicht, was für ein Schuh das ist, aber es ist ein KD-Schuh, der einfach Modelle extrem krass ist. So. Also die Brands, die werden sich noch, ist es noch nicht so weit, noch ist Nike immer noch der König von allen, aber so wie man mitbekommt, ist auch Adidas und New Balance und all diese ganzen kleineren Brands, die kommen gerade extrem. Halt, ne? Es wird gerade ein bisschen breiter und ich finde, das macht es interessant. Ne? Du hast Puma genannt, die haben einen super nicen Move gemacht. Weißt du, wen sie noch gesigned haben? Du hast es hoffentlich mitbekommen und es ist kein Spieler, es ist ein Skill Development Coach, von dem ich spreche. Natürlich von den Dallas Mavericks. Wir reden über keinen geringeren als
Shamgod, also God Shamgod. Er hat seinen eigenen Puma-Schuh bekommen. Sowas ist so ein nicer Move, ne? Das ist von einer Brand zu sagen, okay, wir gehen auch so ein bisschen die Geschichte rein und gucken, wer hat irgendwie eine Kultur beeinflusst. Und da reden wir natürlich von der Streetball, von der Playground-Kultur, ne? God Shamgod. Ja, einer der krassesten Jungs mit Handles, New York, Freiplatz, einfach eine krasse Legende, jetzt Skill Development Coach bei den Dallas Mavericks, kriegt seinen eigenen Schuh bei Puma. Wie nice ist das, ja? Chris Brickley haben die auch gesigned, ne? Der Typ, ja, Chris Brickley ist auch bei Puma. Also das sind eigentlich Moves, die zeigen, dass es mittlerweile nicht nur um die Spieler geht, nicht nur um die Stars, sondern auch um viele andere Spieler. Und sich das Ganze öffnet auch ein bisschen Richtung, auf einmal sind Skill Development Coaches, die einen eigenen Schuh haben, gesigned werden. Und das ist eine geile Bewegung und es macht Spaß zuzugucken, ja, wo die Brands einfach hingucken und ja, wen die natürlich so signen. Und du hast gerade auch New Balance genauso, ne? Kawhi Leonard ist, glaube ich, so das Aushängeschild. Wen haben die noch? Gibt's da, weißt du, wen die noch haben? Nicht, dass ich wüsste, dass irgendwie, also klar, bestimmt haben die irgendjemanden, den wir noch nicht kennen, aber es ist halt so, bei Puma muss man dazu sagen, ist ja so, dass Puma ja auch natürlich mit Jay-Z als den Head of Marketing und Brooklyn natürlich, ja, Harlem, Brooklyn, ist ja nicht weit weg voneinander, natürlich, aber das, was Puma macht, ist natürlich extrem auf die Kultur einzugehen, das Basketball-Content, und das ist etwas, was viele Marken eher in der Welt des Sneaker im generell, also zum Beispiel Adidas hätte dann ihre Adidas Models, diesen komischen Adidas-Schuh, diesen Sneaker, den sie haben, dass sie da in diese Richtung mit Snoop Dogg gehen, aber das macht Puma dann wieder mit ihren Basketballspielern und versuchen da wirklich das Ganze zusammenzubringen. Ich finde das eher super, also ich finde das richtig gut, dass sie das machen. Also das ist schon so ein kleiner Sneaker-War, passiert das schon ein bisschen. Also ich will, noch ist es noch nicht so weit, aber ich glaube schon, dass die Marken sich noch weiter bekriegen werden und das ist gut für uns. Es gibt immer mehr Material, es wird auch immer günstiger. Also ich kann mich erinnern, die Schuhe werden auch, mittlerweile sind die auch nicht mehr so teuer. Oder dadurch, dass es so viel gibt einfach, genau wie du sagst, ne, müssen die gucken, wie unterscheiden wir uns einfach. Was ich einfach cool finde, genau wie du gesagt hast, früher gab es eigentlich nur Jordans oder Kobes oder nachher ist noch ein anderer vielleicht dazugekommen, aber die Signature-Modelle waren immer sehr, sehr teuer. Und mittlerweile, bei unseren Schuh-Tests, nehmen wir die auch oft auseinander. Mittlerweile, egal ob das ein Harden ist, egal ob das jetzt der Spider Dawn Issue 2 war, die kosten 100 Euro. Und das ist für die Kids und für die Eltern und für die Fans und für alle, die Bock haben, von einem NBA-Spieler ein Signature-Modell zu haben, was immer noch gut verarbeitet ist und immer noch eine gewisse Qualität mit sich bringt, sind 100 Euro ja mehr als fair. Und das macht natürlich auch die Breite und das kommt dem Endkonsumenten wie uns nachher auf jeden Fall nur zugute. Also für die Basketballer freue ich mich. Ich meine, ich selber kaufe mir kaum noch Basketballschuhe, aber ich bin immer noch Sneaker-Mensch. So. Ich habe immer noch Sneaker auf jeden Fall. Und wenn es einen bestimmten Sneaker-Schuh gibt, zum Beispiel der Puma-Schuh, den wir in London gekauft haben, den roten, den ist, ja. Soll ich mal zeigen? Ja, wenn du ihn gerade da hast, ich müsste in den Keller gehen. Den gibt es auch übrigens als Unboxing. Es gab keinen On-Court-Test, weil ich den nicht auf dem Court anziehen wollte und immer noch nicht. Aber Tunjai zeigt euch, das ist die London Colorway. Was für ein nicer Schuh. Ich hatte den noch nicht an. Der ist bei mir noch fresh in der Box auf jeden Fall. Du hast ihn schon ein paar Mal getragen, ne? Ja, ich habe den nur angehabt im Spiel selber, wo wir beim Spiel waren. Das war sonst nicht. Das war. Sonst ist der Schuh noch super so fresh. Der fühlt sich so gut an. Der ist nice. Der ist super, der ist einfach, das sind so Schuhe, die trägt, also das ist ja auch so diese Kultur, was ja auch viele nicht wissen, ist, dass die Sneaker-Kultur eigentlich von den Basketballern gegründet worden ist. Weil heute ist ja die Sneaker-Kultur ja komplett anders, aber der Einfluss ist einfach brutal und die meisten Sneakerheads von den 80er, 90ern sind ja heute so, die werden ja kaum noch beachtet so, also wenn du halt so einen Typen siehst wie, wie heißt der von den Houston Rockets, der von der Corner immer schießt, PJ Tucker. Der ist ja der hat ja mehr, also das ist ja unfassbar, was der für Sneaker hat. Das ist ja unglaublich, hat er jeden scheiß Modelle. Und das ist schon so, dass das bei mir ist so, dass ich, wie gesagt, Basketballschuhe nur dann kaufe, wenn die wirklich einen bestimmten, also ich hätte mir den Puma-Schuh nie gekauft eigentlich, aber mit der Colorway musste ich den einfach haben. Er war groß. War auch was Besonderes, weil manchmal verbindet man solche Modelle dann auch mit bestimmten Events und da war der Release ja exklusiv in London, als wir da waren und man verbindet das dann normal aus. Und wenn er dann noch optisch einem gefällt, ich finde den auch so krass nice einfach, dann gönnt man sich den, ja, und ich benutze die Schuhe ja auch immer noch auf dem Court,
Ich bin jetzt wieder so, ich habe ja früher, als ich angefangen habe, eigentlich nur in Jordans gespielt, damals in den ganzen OGs. Und da gehe ich jetzt auch wieder so ein bisschen hin zurück, dass ich wieder Bock habe. So jetzt zum Beispiel, ich habe mir zwei Paar von den 13ern jetzt nochmal gekauft und wieder so ein bisschen, mein Fuß geht da rein und ich kann mich erinnern, wie ich so 20 Jahren die zum Ballen benutzt habe, so weißt du. Also ist einfach nice und es wird auch immer da bleiben. Viele Brands kommen natürlich dazu und da ist echt auch immer cool, neue Schuhe zu testen, für euch da draußen zu testen. Und ja, es macht irgendwie gerade großen Spaß, dazu zu gucken, was da released wird, ne? Also was ich halt sehr, sehr spannend finde, was noch in den nächsten Jahren passiert ist, passiert wird, ist, glaube ich, so die Art und Weise, wie auch Basketballer immer mehr in den Fokus rücken für diese Sneaker-Release. Also ich kann mich erinnern, als wir in Chicago auf dem All-Star-Game waren, da war Derrick Rose zwar nicht am All-Star-Game, aber Derrick Rose war im Adidas-Store und hat da irgendeinen Schuh gereleased und ich kam dahin, der ganze Laden war völlig auseinandergenommen worden und dann habe ich den Schuh gesehen. Das war nur für den All-Star-Game, haben wir einfach einen Colorway. Das war halt, was haben die? Rot-Weiß haben sie genannt. Und dann, das war krass, ich so, ey, dass sie sowas halt einfach auch machen, dass sie einfach halt für bestimmte Tage einfach ein bestimmtes Modell rausbringen, weil einfach die Leute es anscheinend haben wollen. Und heute ist, ich glaube, dieser Schuh hier, ich glaube, das ist auch, der kostet immer noch. Ich glaube, der hat auf jeden Fall noch einen Wert. Meinst du Der hat echt nicht. Wertsteigerung? Ich glaube schon, ne? So also müsste ich mal schauen, aber der auf jeden Fall gibt es den ja nicht mehr. Also den werden ja nicht einmal Ja, produziert. ja. Und Ja. das sind so Sachen, so dass ich halt ziemlich interessant finde, dass Basketball da diesen Part immer noch mitnimmt, sodass überhaupt nicht so irgendwie sich, dass die Kultur da miteinander einfließt und nicht irgendwie sagt, wir sind die Sneaker-Kultur und wir sind die Basketball, sondern die Sneaker sind ein Teil unseres Basketball-Daseins, sagen wir es mal so. Auf Ja. jeden Fall, ganz natürlich kommt das mit den Basketballern dazu. Ist ein nices Thema. Wir machen ja auch immer wieder Performance-Tests, immer wieder ja, stellen wir euch Sneaker vor. Natürlich in erster Linie für die Performance, für den Court. Aber ich glaube, mittlerweile ist es selbstverständlich, dass ja, vor allem Basketball-Sneaker auch gekauft werden, um damit einfach ein bisschen in der Fußgängerzone den dicken Max zu machen und geile paar Basketball-Sneaker zu haben. Und das wird immer so bleiben. Ja, Das ist aber ich habe nice. eine Sache dürfen Ja. wir nicht vergessen. Ich glaube, die einzige Marke, die wirklich immer noch heute einen besonderen Wert hat, ist immer noch die Jordan Brand. Also da Ja, kannst du sagen, natürlich, was du klar. willst. Nee, Also ey. jedes Mal, wenn du Jordan 1er, 2er, 3er, 15er, 20er, irgendwas trägst, hast du immer einen Blickfang. Jeder Schuh ist Ja. einfach immer noch im Blickfang. Und meine Frage an dich ist, welcher ist dein Lieblings-Jordan? Ja, ich habe da nicht so den einen Lieblings-Jordan. Ich habe, wenn du es an der Anzahl von Modellen festmachen willst, habe ich auf jeden Fall am meisten Einser. Ich glaube, ich habe fünf oder sechs verschiedene Colorways von Einsern, weil der ist einfach, ich feiere den einfach. Das ist so ein ganz normaler Schuh, den kann man in verschiedenen Farben zu allem, zu jeder Gelegenheit anziehen. So ein bisschen den ich echt krass finde. Natürlich sind die Elfer nice. Weder auf dem Court, die habe ich eher, ich habe noch so ein, zwei in Kartons, ich weiß auch nicht, ob ich die anziehen werde irgendwann mal, weil die sind zu neu, sind die zu krass irgendwie. Gab schon viele nice Jordans auf jeden Fall, gab auch viele, wo ich gesagt habe, so, ah nee, ist überhaupt nicht mein Ding. Letzte. Aber ja, die letzten gefühlt 10 sind irgendwie für den Arsch. Aber ja, Jordans werden immer irgendwie nochmal ein anderes Level sein, einfach genau Der wie eher die Evans, später. ja. Es gibt so einen schönen, also müsst ihr euch mal angucken, von Players Tribune mit Kemba Walker. Und der hat dann irgendwie, gab es dann auch eine Diskussion über Jordan, weil er hat bei Jordan gesagt, sagt er so: Ja. die 11 sind die besten. Sagt er: If you had a bad game, you still look good. Ja, ey, auf jeden Fall. Ja, Der Elfer ist einfach immer noch so. Der Elfer ist eigentlich krass. Der ist einfach Classic auf jeden Fall. krass auf jeden Fall. Nice, dann kommentiert mal fleißig, welche Schuhe ihr habt, egal ob für die Performance oder zum einfach nur gut aussehen. Kommentiert mal euren Lieblingsschuh. Sagt uns auch immer wieder, welche neuen Schuhe wir für euch testen sollen auf dem Platz. Und das war's mit Brands und Sneakern von uns soweit. Haut da rein, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.